Wow. Diese Schwierigkeit. Okay. Oh, das war's auch mit dem Gebäude. Weil hier hoch kann ich sicher nicht. Nee. Okay. Dann werden wir auch durch. Raus hier. Ah, wir kommen jetzt zu dem Typen da rein. Wo ist dieser verdammte Eingang? Meint er, muss doch hier irgendwo sein. Meint er, der kann ja nicht. Toll. Ja, keine Ahnung. Oh, ist das so schwer zu finden? Man kann ihn doch einfach ganz großflächig irgendwo hinsetzen. Das ist doch nicht das Problem. Ich habe so ziemlich das Gefühl, dass es überhaupt nicht stimmt, wo ich gerade hinrenne. Vor allem, wieso kann ich dieses Kackvieh nicht einsetzen? Wenn man es mal braucht. So ehrlich. Da kommt man doch gar nicht hin. Wo ist denn überhaupt, wo geht's denn überhaupt zum inneren Bezirk zurück? Quatsch, zum äußeren. Ich glaube, das blicke ich nicht. Ist man doch irgendwo anders lang? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Huh. Strange. Okay, nee, dann geht's zurück zum äußeren Bezirk, nicht? Ja. Natürlich falsch. So, die Spinne glaube ich, einfach dann eingesammelt. Aber, Mann! Gibt's doch einfach nicht. Ich will jetzt aber nicht jedes einzelne bekloppte Haus durchsuchen, nur weil ich den Eingang nicht finde. Ich meine, das würde ja zu viel Zeit verbrauchen. Und da unten ist er nicht. Das haben wir schon festgestellt. Muss vielleicht das Tor aufmachen da unten? Ich meine, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, das Ding da zu öffnen, aber so wie ich diese Spiele kenne, höchstwahrscheinlich nicht. War irgendwie zu erwarten. Jetzt gucken wir nochmal hier rein. Vielleicht haben wir doch noch was übersehen. Aber hier gibt es eindeutig keinen Eingang. Nirgendwo. Tauchen kann ich auch nicht. Also hier definitiv nicht. Gut, super. So, kannst du nicht ein bisschen schneller schwimmen? Ach so, ich habe falsch Taste gedrückt. Okay. Wen können wir denn jetzt fragen? Wieso kann ich diesen Kackadler nicht einsetzen? Wozu habe ich mir den jetzt geholt? Das ist doch Quatsch. Ich weiß nicht. Da macht das. Das gibt's nicht. Da nicht. Super. Oh. Hauptquest zeigt er an, aber alles andere nicht. Nein, wieso sollte ich auch? Andersrum. Blub. So, jetzt haben wir Mana. Ich kann es gleich mal erfrischen. So. Ja, ich meine, so viele Häuser gibt es auch nicht mehr. Ich jetzt brauche nicht in jedes, wie gesagt, jetzt einfach ein Haus reinstiefeln, um festzustellen, dass es da falsch ist. Mann! So, was war eigentlich das hier? Kennt man dich? Tag auch. Willkommen in meinem Geschäft. Suchst du auch nach besonderen Gegenständen? Oh, natürlich. Auch wenn das, was ich suche, nur Stoff aus Legenden ist.
Man sagt, auch wenn ich es selbst nie gesehen habe, dass Kreaturen aus Stein unter bestimmten Umständen Nein, können sie nicht. Und wenn sie dann zerstört werden, findet sich ein ganz besonderer Stein in ihren Trümmern, der ein fahles Herz genannt wird. Okay. Wenn du mir 8 solcher Herzen bringen kannst, dann werde ich versuchen, etwas ganz, ganz Besonderes damit zu erzeugen. Ja. Ich habe diesen magischen Ring gefunden. Ein magischer Ring? Erlaube mir, einen Blick darauf zu werfen. Wir haben so ein Ding. Es ist ein schöner Ring. Ja. Aber es geht nicht um den Ring. Der Diamant darin ist besonders. Das Geschenk eines Toten an einen Toten. Wenn ich ihn entferne und einer Waffe hinzufüge, kann ich deren Kraft verstärken. Das ist nicht schlecht. Es müsste jedoch eine Waffe sein, die den Toten gewandt. Ja, wie geht das? Rein zufällig besitze ich eine solche Klasse. Waffe. Soll ich deine Waffe durch den Ring verbessern? Das kostet 500 Dukaten. Na, Logo. Ja, tu es. Gut. Gib mir nun die Waffe und den Ring. Wehe, du machst kaputt. Danke. Wehe. Es wird nicht lange dauern. Schneller. Hier ist deine neue Waffe. Gefährlicher denn je. Gut. Solltest du weitere solcher Ringe finden, statte mir gern einen Besuch. Sehr schön. Danke. Zeig ich mir. Ja. Schon etwas besser. Okay. Aber willkommen in meinem Geschäft. Ich möchte gern, dass ich biete eine Field. Was hat sie denn nochmal alles gehabt? Blutschwert. Furie des Ostens. Mana-Tränke. Nee, jetzt mal das teuer. Wow. Scheiße. Eine. Ah. Oh, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet, dass wir schon wieder so wenig Geld haben. Ark. Ich habe eben noch keine Ahnung, was sein Haus ist. Kannst du mal aufhören zu bimmeln? Ja, hier, Kirche bimmelt draußen. Ding, 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 geht mir auf den Sack. I don't care about your religion. Mann. Stimmt doch aber. Wenn das noch nervt, Daumen hoch, ja? Also ich meine, das geht ja voll auf den Sack. Stundenlang dieses komische Gebimmel da draußen. Echt. Können Sie sparen. Ich werde trotzdem nicht in Ihr komisches Haus da eintreten. Nein, deins auch nicht. Diese Riesensekte. Weißt du was? Wir gehen jetzt einfach mal rein. Hallo. Zimmer. Oh. Ich glaube nicht, dass. Oh. Was ist. Oh, hallo. Dich habe ich vollkommen übersehen. Bleib nur stehen. So, mehr. Ach, da gab's noch einen extra Raum. Oh, da ist ja noch einer. Hallo. Still, still, still. So. Oh, Heilrang, sehr schön, sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Nee. Doch, das ist noch irgendwas dahinter. Ah, nee, wir gehen jetzt nach draußen, oder? Ich sehe das gerade. Durch diesen kleinen Schlitz. Nee. Ach so, das zeigt nach unten. Okay. Alles klar. Was ist denn? Ist sogar keine. Da. Meine Güte, das hat mich gerade erschreckt. Jung. Oh, okay. Ah, super. Ach Gott. Oh, mach das nie wieder. Diese Sinnlosigkeit mancher Räume ist echt überwältigend. Tja. Wo? Scheiße, ich weiß gar nicht, wo man hinkommt. Ja. Okay. Das ist ein echt gewaltiges Boot. Schiff. Mist. Das wollte ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht. Naja, egal. Diese Kombinationsgabe. Wow.
Wieder ein Hauskatze. Haus zerstört. Schloss zerstört. Mutwillig. Nein. Das muss jetzt nicht wirklich sein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein. Aus. So. Ja. Nein, ich will essen. Gib mir Essen. Mist, warum Essen? Ich will nur... Oh. Also, warum bin ich überhaupt reingegangen? Das ist Quatsch. So. Das ist unsere Ruhe. Machen wir gleich mal unsere neue. Sterf. Blub. So, erledigt. Warum ist eigentlich in jedem dritten Haus, wo wir reingehen, immer so ein Vieh da? Bam. Bam. Das ist das kaputt. Mist. Ach doch. Dankeschön. So. Noch das Trüchchen öffnen. So, da, da. So. Ah, Wahnsinn. So. Gut, damit hätten wir das Haus auch erkundet. Und haben wahnsinnig viel dabei abgestaubt. Abgestaubt, wortwörtlich. So. Da können wir wieder rausgehen. Zack. Und ja, was ist hinter der Tür? Wartet, seht ihr beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.